Ein klares Zeichen setzen gegen rechts, das macht der Comiczeichner Nils Oskam nicht nur auf dem Papier. Regelmäßig ist er in Schulen unterwegs, wie jetzt erst wieder am Dortmunder Westfalenkolleg. Hier zeigt er seine Comics, aber macht auch Mut, sich klar gegen Neonazis zu stellen. Und auch außerhalb von Dortmund wird das mittlerweile gesehen. Nils Oskam ist für einen Preis nominiert. Den bekommt er vielleicht morgen auf der großen Comicmesse Comic-Con in der Westfalenhalle. Aber um Preise geht es dem Dortmunder gar nicht, sondern um Botschaften. Vor 30 Jahren. Nils Oskam ist Realschüler in Dortmund-Dorstfeld. An seiner Schule macht sich eine Neonazi-Clique breit, mit der legt er sich an. Mehrfach wird er deswegen zusammengeschlagen. Einmal endet das fast tödlich mit schweren Kopfverletzungen. Heute ist Nils Oskam Comiczeichner und er erzählt seine Geschichte anderen Schülern. Die erfahren, wie die Neonazis damals ihre Ideologie selbst im Unterricht verbreiteten. Und der neue Schüler schritt nach vorne. Die Geschichte stimmt so nicht. Auschwitz hat nie existiert. Das ist eine reine Propagandalüge der Besatzungsmächte, um deren eigenen Kriegsverbrechen zu vertuschen. Die Reaktionen einiger Schüler zeigen, dass es heute durchaus Parallelen zu Oskams Erlebnissen gibt. Erlebt habe ich schon rechte Gewalt gegen Ausländer. Rechte Gewalt gegen einfach Deutsche, die nicht so denken wie die. Und halt rechte Gewalt gegen eine gewisse Kneipe, wo aber auch, ich sag mal, normale Leute drin sitzen, wo Backsteine auf Studenten geworfen wurden, Stühle geflogen sind und mit Messern angegriffen wurde. Also schon richtig krasse Sachen. Andere Schüler wollen wissen, ob sich Oskam damals von den Neonazis hat einschüchtern lassen. Ob für Sie zu jeder Zeit klar war, dass Sie bei Ihrer Meinung bleiben? Ich wollte mich nicht unterkriegen lassen, weil das war meine Meinung, das war das, was mich da auch hat immer wieder aufstehen lassen. Dass ich gesagt habe, nee, ich lasse mich nicht unterkriegen. Das Dortmunder Westfalenkolleg liegt in direkter Nachbarschaft zum Stadtteil Dorstfeld. Da lebt der harte Kern der Neonazi-Szene auch heute noch. Lehrer Clemens Schröer war es gerade deshalb wichtig, Oskam an seiner Schule lesen und mit den Schülern diskutieren zu lassen. Wir haben ja sonst auch viele Studierende mit einem Migrationshintergrund und die sind auch davon betroffen halt. Und sonst muss man sagen, gibt es natürlich an der Schule auch zum Teil so im kleinen Bereich natürlich Vorurteilsstrukturen, das ist ja auch ganz normal. Und deshalb machen wir also hier dann auch Aufklärung. Eine wichtige Arbeit, die Nils Oskam mit seinem Comic und seinen Lesungen inzwischen in ganz Deutschland leistet.